Von mir noch einen schönen guten Morgen. Wir kommen heute zum letzten Mal zum Philipperbrief, der 11. und letzte Teil, der letzte Abschnitt, die Verse 10 bis 23 in diesem wunderbaren Brief. Und hoffentlich erinnert sich der ein oder andere noch an die verschiedenen Abschnitte, an dem, was wir lernen durften aus Gottes wunderbarem Wort. Und ich hatte ganz zu Beginn gesagt, der Philipperbrief als Eselsbrücke kann man sich merken, diesen Satz, einer für alle, alle für einen. Der Anlass dieses Briefes ist, dass eine Sammlung der Philipper stattgefunden hat, Geld wurde zusammengelegt und sie wurde dem einen gebracht, also alle für den einen. Aber Paulus macht im ersten Kapitel deutlich, der eine denkt auch an die allen oder an alle anderen. Alle Zeit, in allen seiner Gebete, in Danksagung, in Fürbitte. Und so ist das eine ganz gute Hilfe, um diesen Brief nochmal zusammenzufassen. Und jetzt heute, in diesem letzten Abschnitt, da geht es jetzt nochmal genau um diesen Anlass dieses Briefes, nämlich, dass Geld zusammengelegt wurde. Der Philipperbrief ist eigentlich eine Art Spendenquittung. Paulus ist im Gefängnis in Rom, bekommt Besuch von Epaphroditus. Er hat eine üppige Sammlung dabei, die wird ihm überbracht in seiner notvollen Zeit. Und dann schickt er ihn zurück mit einem Brief, dem Philipperbrief unter anderem, und bedankt sich von Herzen für diese Gabe. Und das wird jetzt hier in diesem letzten Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, deutlich. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das überhaupt ein Thema wert? Das Thema Kollekte, Sammlung, ist das eine Predigt wert? Sollen wir uns das wirklich an einem Sonntag mal anschauen? Ist das nicht eher so etwas Beiläufiges, was so, ja, wo man nicht so drüber redet, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte macht oder andersrum? Ja, es ist ein Thema wert. Hier werden einige Verse dafür verwendet und auch an anderer Stelle geht es sehr häufig doch um dieses Thema. Das Thema der Kollekte, der Sammlung. Wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, in der Apostelgeschichte, in den Briefen, in den Paulusbriefen, dann ist das dem Apostel Paulus ein wichtiges Thema. Und das Thema Geld ja ohnehin, das kam letzte Woche auch schon in der Predigt und damals in der Predigt von Michele vor, ist ein wichtiges Thema, auch für Christen. Und der Jesus hat viel über das Geld gesprochen und auch Paulus und andere. Soll heißen, wenn jemand von euch noch, wie bei mir, in der Küche in einem Einmachglas Kupfergeld hat, vielleicht noch ein paar Scheine, so zur Sicherheit, dann soll euch gesagt, heute geht's ans Eingemachte. Heute geht's um das Thema Geld, Sammlung, Kollekte. Und man sieht schon hier an dieser Übersicht, der Paulus, das sind jetzt nur Aussprüche von Paulus, der verwendet ganz unterschiedliche Wörter, um das Wort Kollekte zu beschreiben. Sammlung oder Frucht in Römer 15, Ertrag, 2. Korinther 8, je nach Übersetzung, Liebesgabe, 1. Korinther 16, Almosen, Gemeinschaftsaktion, Dienst, Segensgabe und noch weitere Synonyme. Und das drückt ja schon aus, das ist mehr als eine stumpfe Pflichtübung am Ende der ersten Stunde, schmeißt man halt mal noch was rein. Das ist dem Paulus ein wertvolles, wichtiges Thema. Und das werden wir hoffentlich heute am Ende dieser Zeit auch verstehen. Und hoffentlich wird uns das auch nochmal neu wichtig und deutlich, dass das ein wichtiges Thema ist und auch eine wunderbare Chance. In dem heutigen Abschnitt benutzt Paulus noch ein weiteres Synonym, einen anderen Ausdruck, um diese Segensgabe der Philipper zu beschreiben. Und da heißt es wunderschön in Kapitel 4, Vers 18, dass von euch Gesandte empfangen habe einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig.
Die Kollekte wird hier beschrieben, das, was ihnen überbracht wurde, als duftender Wohlgeruch. Angenehmes Opfer. Und wir denken sofort an das Alte Testament. Noah, er kam aus der Arche, hat einen Altar gebaut, hat geopfert und das stieg auf zu Gott als ein lieblicher, duftender Wohlgeruch. Und daraufhin, als Gott das sah und roch, hat er diese wunderschöne Verheißung ausgesprochen, nie wieder ein solches Gericht über die Erde zu bringen. Und in Verbindung mit dem Alten Testament, mit dem Opferdienst am Tempel, da kommt eben immer wieder oder liegt immer wieder dieser Schwerpunkt auf Opfern, dass etwas dargebracht wurde und der Rauch und der Duft aufsteigt zu Gott. Und es ist sehr interessant, dass Paulus dieses Wort hier benutzt, um diese Segensgabe, diese Kollekte zu beschreiben. Und im Neuen Testament kommt dieser Ausdruck nur noch ein einziges Mal vor, in Epheser 5, Vers 2. Und da heißt es, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das finde ich gewaltig. Der Herr Jesus, über ihn heißt es, dass sein Opfer, das, was wir eben betrachtet haben, Gott ein duftender Wohlgeruch ist. Ein Schlachtopfer. Das ist der wahre Wohlgeruch. Und dieser Ausdruck, der wird gleichzeitig auch benutzt für die Sammlung von Geld, einer Kollekte. Das habe ich mir als Parallelvers dick daneben geschrieben. Dieser Ausdruck, den Paulus ganz bewusst benutzt, um uns darauf hinzuweisen, das ist mehr als einfaches, stumpfes Geld einsammeln, sondern Gott selbst zieht eine Parallele zwischen der Opfergabe der Philipper und dem Opfertod des Herrn Jesus. Gott selbst, das würden wir uns nicht trauen, wenn es nicht in der Bibel steht. Ich möchte das noch an einem weiteren Beispiel zeigen. Im Alten Testament, da sah der Gottesdienst so aus, dass die Menschen zum Tempel gingen und nicht mit leeren Händen, sondern sie hatten ein Tier dabei oder mehrere. Sie mussten was darbringen von ihrem Besitz, von ihrem Materiellen. Und sie kamen dorthin und haben geopfert und haben Gott angebetet und gelobt. Und das ist der eine Teil des Gottesdienstes. Und der andere, den anderen Schwerpunkt, den die Bibel legt, ist neben der Anbetung, neben dem Opfern, die Auslegung der Schrift, die Schriftenkenntnis, die Predigt, die Verkündigung und deswegen Tempel und Synagoge. Das waren die wesentlichen Bestandteile des Lebens eines Gläubigen damals. Gott zu ehren, zu loben und auf der anderen Seite auch zu hören, was er ihnen zu sagen hat, sein Wort besser kennenzulernen. Und so ähnlich ist es heute auch, besonders in den Brüdergemeinden. Wir haben das Abendmahl, wo wir an das eine Opfer denken, wovon ja alle anderen Opfer im Alten Testament sprechen, von dem einen Opfer, dass der Jesus gestorben ist. Und dann haben wir die zweite Stunde, die Predigt, wie jetzt gerade im Moment. Dass wir sagen, es ist wichtig, auf Jesus zu schauen, auf das Opfer, dass er für uns gestorben ist, was es ihn gekostet hat. Und auf der anderen Seite aber, es ist auch wichtig, dass wir diese zweite Stunde haben und in sein Wort schauen, uns davon prägen lassen, uns verändern lassen. Und so war es damals auch im Alten wie im Neuen Testament. Und zum Tempel, da kam man nicht mit leeren Händen, sondern mit vollen Händen. Und wir wissen aus der Bibel, dass am Tempel selber auch der Schatzkasten war, wo die Menschen was eingelegt haben. Und das macht auch Paulus selber deutlich. In Apostelgeschichte 24, da wird er irgendwie gesehen, wie er anscheinend Griechen zum Tempel gebracht hat, muss sich dann verteidigen. Und dann sagt er, was er in Wirklichkeit gemacht hat, nach mehreren Jahren aber bin ich gekommen, um Almosen für mein Volk zu überbringen und zu opfern. Also es gibt einen direkten Zusammenhang, wenn man zum Tempel ging, dann bedeutete das nicht nur, dass man Gott anbetet und lobt, sondern dass man ihm auch ein Opfer bringt. Und hier ganz materiell, ganz einfach auch eine Geldspende. Und Apostel Paulus, er sagt in 1. Korinther 16, Vers 2, gibt er die Anweisung, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch beiseite oder bei sich zurück und sammle auf. Am ersten Tag der Woche, und wir wissen aus einer anderen Stelle, Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um das Brot zu brechen. Also da schwingt ja schon durch, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Abendmahlsfeier und dem Opfern von Geld, der Darbringung von Geld, des Sammeln
der Kollekt. Und deswegen auch wahrscheinlich ganz bewusst bei uns in der Gemeinde, dass wir am Ende der ersten Stunde, wenn jetzt nicht Corona-Zeit ist, eben auch die Kollekte durch die Reihen reichen. Jetzt ist es mir aber nicht so wichtig, dass wir einen gewissen Zeitpunkt haben oder dass wir zu einem gewissen Tag in der Woche unser Geld da bringen. Ich möchte aber aufzeigen, die Bibel setzt eine Parallele zwischen dem Opfer des Herrn Jesus und der Opfergabe, die wir geben können in der Kollekte. Ob das jetzt in dem wirklichen Kollektenbeutel hier, irgendwo liegen sie, sind, oder ob das eine Überweisung ist oder was auch immer, Gott sieht da eine Parallele. Und das bedeutet, wenn die Philipper damals Geld geopfert haben, dann war das Gott ein duftender Wohlgeruch. Und genauso ist es heute noch die Möglichkeit, dass wenn wir etwas abgeben von unserem Überfluss, von dem, was wir haben, dass das ein duftender Wohlgeruch ist. Und diesen Ausdruck benutzt Gott sonst nur, wenn er das Opfer seines eigenen Sohnes beschreibt. Das ist gewaltig. Und das sollte uns den Wert dieser Sache deutlich machen und auch bewusst machen, warum Paulus diesem Thema so viele Zeilen zukommen lässt. Und deswegen sagt er auch hier in diesem Abschnitt vom Philipperbrief, so fängt es an ab Vers 10, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich wieder einmal aufgelebt seid, meiner zu gedenken. Obwohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Paulus hat sich darüber sehr gefreut. Das griechische Wort megalos, mega, in großartiger Art und Weise, könnte man auch übersetzen. Gewaltig, hat Luftsprünge gemacht, wenn er nicht so angekettet gewesen wäre. Er hat sich sehr darüber gefreut. Und warum, das werden wir gleich sehen. Ganz sicher nicht, weil er so auf das Geld aus war. Und hier geht's weiter. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid. Und das könnte man jetzt kritisch auslegen und könnte sagen, ha, Paulus schwingt da eine gewisse Kritik mit, hätten die Philipper nicht eher schon was zusammenlegen sollen wieder. Aber er führt weiter aus und sagt, aber ihr hattet ja keine Gelegenheit. Und in der Schlachterübersetzung, da ist das vielleicht noch ein bisschen treffender ausgedrückt, da heißt es, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Also die Tatsache, dass sie jetzt erst wieder sammeln, hatte den Grund, dass sie keine Möglichkeit dazu vorher hatten. Da gibt es verschiedene Auslegungsvarianten, was das bedeuten kann. Am naheliegendsten ist, dass sie nicht die Mittel hatten. Dass sie arm waren, um dem Paulus etwas zu geben. Das wird jetzt deutlich in den Parallelversen. Die möchte ich unbedingt lesen. 2. Korinther 8, Vers 1 bis 5. Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist. Und das ist die Gemeinde Philippi, Thessalonich, vielleicht noch andere Gemeinden. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie durch viel Bedrängnis bewährt wurden und obwohl sie sehr arm waren oder sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt oder aller Freigebigkeit. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass sie mithelfen dürften an der Wohltat und der Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und das nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns nach dem Willen Gottes. Sie haben gegeben, obwohl sie sehr arm sind. Sie hatten nicht viel. Und sie haben gegeben mehr, als sie konnten. Über ihre Kräfte, sagt Paulus, haben sie willig gegeben. Freigebig, reichlich, willig. Und das, obwohl sie arm waren. Und wahrscheinlich waren das die Gründe, warum sie eher nicht zusammenlegen konnten. Es kam nicht viel bei rum. Diese weite Reise lohnte sich kaum in ihren Augen. Sie wollten warten, bis vielleicht mehr zusammengekommen ist. Und in Römer 15, Vers 25, da werden auch wieder die Mazedonier, die Philipper genannt. Jetzt aber fahre ich hin nach Jerusalem. Auch die versorgten sie, nämlich die Armen in Jerusalem, um den Heiligen zu dienen. Denn die in Mazedonien und Achaia haben willig eine gemeinsame Gabe zusammengelegt für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem. Sie haben es willig getan.
und sind auch ihre Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Wenn ich das nun ausgerichtet und ihnen diesen Ertrag zuverlässig übergeben habe, will ich von euch aus nach Spanien ziehen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, dass ich mit dem vollen Segen Christi kommen werde. Auch hier wieder, sie waren willig, sie waren bereit und sie haben diesen Dienst ausgeübt. Also es ist ein Dienst, den sie tun oder den sie getan haben, indem sie Geld gespendet haben. Und das ist doch sehr erstaunlich, diese Philipper. Sie waren arm, hatten wenig und gaben mehr, als sie konnten. Mehr, als übrig war für den eigenen Lebensunterhalt. Und ich dachte an die arme Witwe in den Evangelien, zum Beispiel Markus 12 wird sie erwähnt, Vers 44. Da sagt der Herr Jesus, als er sich vor den Tempel setzt und auf den Schatzkasten schaut, beobachtet er die Leute und dann kommt diese arme Witwe und sie legt 2 Schärflein ein. Und wer denkt 2, das hört sich noch nach viel an, da sagt der Bibeltext direkt, ja, das ist 1 Cent. Also es ist nicht viel. Und der Herr Jesus beobachtet das und er sagt, diese hat aus ihrem Mangel eingelegt alles, was sie hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Und an diese Person muss ich denken, als ich diesen Text gelesen habe über die Philipper. Sie haben mehr gesammelt, als sie konnten. Sie haben mehr gegeben, als sie für ihren eigenen Lebensunterhalt eigentlich gebraucht hätten. Und bei dieser Witwe ist es ähnlich. Und sie waren trotzdem allesamt willig und bereit, das zu geben. Und diese Witwe ja ganz besonders, sie wusste vielleicht noch nichts von dem Messias. Vielleicht war sie auch enttäuscht über die schwierige Zeit mit den Römern. Und trotzdem ist sie bereit, alles diesem Gott zu geben. Gewaltig. Als arme Witwe, die wahrscheinlich gar nicht versorgt war, die keine Sozialabsicherung hatte oder sonst was, hat sie alles hingegeben, ihren ganzen Lebensunterhalt. Und die Philipper auch. Und die Frage ist ja, was sagt uns das heute? Was sagt mir das persönlich? Ich weiß nicht, mit wem ihr euch hier identifiziert. Ob ihr sagt, ja, mir geht es so ähnlich wie den Philippern, ich habe so wenig. Oder, und so geht es mir und wahrscheinlich auch euch, dass wir uns eher vielleicht mit den Korinthern identifizieren, an die dieser Brief geschrieben ist, die viel hatten. Sie waren in dieser reichen Stadt, dieser Handelsstadt, wo alles durchkam, wo man Geschäfte machen konnte. Sie hatten viel und gaben so wenig. Sie mussten immer wieder erinnert werden, sie mussten aufgefordert werden von Paulus, auch der Armen zu gedenken, den anderen etwas abzugeben. Und unabhängig davon, wie viel jeder Einzelne von uns hat, allein die Tatsache, dass wir in diesem Land leben, macht uns zu den reichsten Menschen dieses Planeten. Zu den reichsten Menschen, die je gelebt haben. Und wenn wir dann das durchschnittliche Nettoeinkommen einer Person, eines Arbeitnehmers liegt bei 2.000 Euro oder 1.800 Euro netto im Monat, wenn wir mehr als das verdienen, liegen wir sogar über dem Durchschnitt. Das heißt, wir zählen zu den reichsten Menschen dieser Erde. Und je nachdem, relativ schnell sind wir auch bei den oberen 10-20% hier in Deutschland. Ich weiß nicht, zu wem du dich hier zählst. Die Philipper haben aus ihrer Armut heraus viel gegeben und die Korinther, sie hatten einen Lebensstandard und sie mussten erinnert werden, was das für ein Segen sein kann, abzugeben. Und ich bin immer noch begeistert von diesem Buch von David Blatt, das vor einigen Jahren erschienen ist. Und er spricht dieses Thema an. Er sagt, ihm ist das so deutlich geworden. Das Thema Geld, das Thema Reichtum, wie privilegiert wir sind, auch die Amerikaner. Und dann schreibt er, er verdeutlicht das anhand der Geschichte, dass es in fast allen Geschichtszeiten immer so einen blinden Fleck gab in der Gesellschaft, in der Menschheit und auch unter den Christen. Ein blinden Fleck, ein Problem, wo man im Nachhinein nur den Kopf schüttelt. Jetzt haben wir heute Morgen das Thema Sklaverei betrachtet in der Bibel. Und vor 200 Jahren, da war das ja auch ganz normal in den USA, dass man einen Sklaven hatte. Und auch einige Christen, nicht wenige, hatten Sklaven oder hielten sich Sklaven. Und für die war das das Normalste der Welt. Und im Nachhinein schütteln wir den Kopf und sagen, wie konnten die das nur tun? Aber in dem Moment war das wie so ein blinder Fleck. Sie haben das nicht mit der richtigen Brille betrachtet. Und ja, für sie war es irgendwie völlig normal und im Nachhinein war es natürlich völlig unnormal und falsch. Oder vor 60, 70, 80 Jahren hier in Deutschland, was hier los war, im Nachhinein schütteln wir den Kopf und sagen, wie konnten die Leute nur? Aber in der Zeit damals
war das wie so ein blinder Fleck, sie haben es nicht wahrgenommen. David Platt sagt, ihm ist bewusst geworden, sein blinder Fleck oder unser blinder Fleck vielleicht auch in der Gesellschaft, in diesem Land, in dem wir leben, aber auch in der Christenheit, ist, so legt er das aus, der Reichtum. Dass wir gar nicht merken, wie viel wir haben und wie wenig wir doch abgeben. Und er sagt in seinem Buch, mehr als 26.000 Kinder werden heute aufgrund von Hunger oder vermeidbaren Krankheiten ihren letzten Atemzug tun. Was wäre das schlimm, wenn in 100, 200 Jahren die Leute denken, warum haben die denn damals nicht für mehr Gleichheit gesorgt? Mir geht es nicht darum, dass wir jetzt große Mengen an Brot für die Welt spenden und so weiter, aber wir wissen doch, wo es noch viel dringender benötigt wird. Ja, die Menschen haben Armut, aber sie haben vor allen Dingen auch Seelenarmut. Sie kennen das Evangelium nicht und wir horten das, was wir eh nicht halten können. Und hier im Text, wenn es jetzt weitergeht, sagt Paulus selber, ich habe beides schon erlebt. Nicht, dass ich dies des Mangels wegen sage, ab Vers 11, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Paulus kannte beides. Er kannte den Mangel und er kannte den Überfluss. Kam wahrscheinlich aus einem vermögenden Elternhaus, hatte einen tollen Job, war angesehen, hatte wahrscheinlich auch ein gutes Einkommen, von dem er leben konnte. Und das alles hatte er aufgegeben. Und dann kam er oft in Situationen des Mangels, sogar des Hungerns. In 2. Korinther 11, Vers 27 schreibt er, ich war oft in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und in Blöße. Und dann zählt er noch weitere Sachen auf. Also er kannte Hunger und Durst, Kälte, Blöße, oft in Fasten. Paulus kannte das, zu hungern. Ich weiß nicht, wer das von euch mal erlebt hat oder erleben musste. Paulus kannte das, erniedrigt zu sein, sich mit wenig zu begnügen, zu hungern, Mangel zu leiden. Aber er kannte es auch, Überfluss zu haben. Er kannte es auch, viel zu haben. Und er sagt, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Und ich glaube, das ist ein wertvoller Satz. Unabhängig davon, ob viel oder wenig, er hat gelernt, sich mit dem zu begnügen, worin er ist oder was er hat. Und ich glaube, das müssen wir, oder ich muss das wieder neu lernen, Genügsamkeit, was das Wort Gottes an mehreren Stellen auch betont. Und Paulus sagt, ich musste das lernen. Das kommt nicht von alleine. Das muss man lernen. Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich möchte dazu einen schönen Vers lesen aus 1. Timotheus 6. Da geht es um diese Genügsamkeit. 1. Timotheus 6, der Vers 6. Da heißt es, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, so ist es offenbar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Bedeckung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösens, der nachgestrebt einige vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Das habe ich noch nicht gelernt. Aber ich möchte nicht falsch verstanden werden. Die Bibel verbietet an keiner Stelle Reichtum. Die Bibel sagt nicht, dass die Reichen jetzt hier mit roten Köpfen sitzen müssen, die besonders viel haben oder noch mal mehr als die anderen. Die Bibel verbietet das nicht. Sie beurteilt das völlig normal. Aber Psalm 62 sagt in Vers 11, wer reich wird oder wem Reichtum zufällt, der sehe zu, dass sein Herz nicht daran hängt. Wer viel hat, und wahrscheinlich zählen wir fast alle dazu, dass wir zumindest Überfluss haben, der sehe zu, dass das Herz nicht daran hängt. Das ist die große Gefahr, die Versuchung, dass unser Herz daran hängt, dass wir uns daran klammern, dass wir darauf vertrauen und dass wir auf einmal anfangen, noch mehr zu sparen, noch mehr uns zu gönnen. Das ist eine große Versuchung, die damit einhergeht. Und zweitens, es ist auch eine besondere Verantwortung.
An mehreren Stellen der Bibel schreibt Paulus die Reichen ganz speziell an. Den Reichen aber gebiete, sagt er hier in diesem Abschnitt. Und Jakobus, auch er macht das, wohlan nun ihr Reichen, und dann führt er weiter aus. Und da geht es auch um Freigebigkeit und so weiter. Also, das bringt eine gewisse Verantwortung mit sich. Genauso, wie es auch eine gewisse Versuchung leider mit sich bringt, dass wir aufpassen müssen, wofür unser Herz schlägt. Und wir hatten diese Woche Josua in der Gebets- oder in der Bibelstunde über Zoom. Und das ist ja eine interessante Geschichte. Und wir sind ja zu dem Ergebnis gekommen, da ist schwierig zu sagen, das war jetzt falsch von den Rubenitern und den Gaditern und dem halben Stamm Manasse, dass sie nicht mit ins verheißene Land wollten. Das war falsch. Ist das wirklich Sünde? War das ganz falsch? Das war schwierig zu beurteilen. Aber interessant ist, in der Parallelstelle steht der Auslöser dafür, warum sie dort geblieben sind oder dort bleiben wollten. Sie hatten jede Menge Vieh. Und sie sahen dort diese Weideländer und sie sagten, ach, das reicht uns. Das ist ja hier für unser Vieh optimal. Wir waren zwar noch nie in dem Land, was Gott uns da verheißen hat, auf der anderen Seite des Jordans, aber wir haben so viel Vieh, wir wollen lieber hier bleiben. Da steht nicht, dass das Sünde ist, dass das falsch ist. Aber es ist doch eine Gefahr. Und wir sehen auch im Laufe der Geschichte, dass das nicht unbedingt gut ausgeht für diese Stämme. Sieh zu, dass dein Herz nicht daran hängt. Und wir haben eine besondere Verantwortung. Und wir müssen lernen, uns mit dem zu begnügen, was manchmal Überfluss sein kann, aber vielleicht auch manchmal Mangel, Erniedrigung. Und in dem Zusammenhang, Paulus hatte Mangel, er hatte Überfluss, fällt der bedeutende Vers, den wir kennen, in Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Jede Situation des Überflusses, des Mangels, ich vermag das durch den oder in dem, der mich kräftigt. Das heißt nicht, dass Paulus allmächtig war, alles machen konnte, was er wollte, weil er alles vermag, sondern er bezieht das ganz speziell hier auf diese Situation und sagt, ich kann sowohl so als auch in der Situation klarkommen, weil ich jemanden habe, der mich kräftigt. Auch jetzt im Gefängnis, wo ich Not habe. Auch da kann ich das durchstehen und ertragen, weil ich jemanden habe, der mir beisteht. Ein wunderschöner Vers, den man sicherlich auch auf andere Situationen übertragen kann, aber hier ganz speziell eben dieses Thema beinhaltet. Und dann heißt es hier weiter, doch habt ihr recht getan, ihr Philipper, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Versammlung mehr in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Denn auch in Thessalonik habt ihr mir einmal und zweimal für meinen Bedarf gesandt. Hier heißt es, keine Versammlung mir in Bezug auf Geben und Empfangen mitgeteilt hat, als nur ihr allein. Wie war die Situation? Wir wissen aus den Paulusbriefen, dass Paulus, wenn er unterwegs war, für sich selber gesorgt hat. Er hat mit seinen eigenen Händen gearbeitet, heißt es zum Beispiel 1. Korinther 4. Er wollte niemanden zur Last fallen. Also er hat sich seinen Lebensunterhalt selbst verdient. Aber er betont, genauso wichtig, er hätte den Leuten auch zur Last fallen dürfen. Es war sein Recht, auch von der Gastfreundschaft und vielleicht auch von finanziellen Dingen zu zehren, von den Geschwistern. Aber er hat bewusst darauf verzichtet, damit auch nicht irgendeine üble Nachrede oder sonst was aufkommt. Aber das verbietet das nicht. Er hätte es gedurft, aber er hat es nicht getan. Und entweder hat er Spendengaben konsequent abgelehnt oder aber keine Gemeinde kam auf die Idee, auch mal für ihn zu sammeln, außer die Philipper. Vielleicht auch, weil sie ihm zugeredet haben, so wie wir es eben in der Stelle gelesen haben. Sie haben ihm zugeredet, dass sie sich beteiligen wollen am Reich Gottes durch Gaben in 2. Korinther. Vielleicht haben sie ihn gedrängt, wir wollen dir gerne was geben. Vielleicht ist es aber auch nur ihnen eingefallen und der Paulus hätte es anderen Gemeinden auch noch erlaubt. Auf jeden Fall waren sie die einzige Gemeinde, die für Paulus etwas gesammelt hat. Und sie unterstützen ihn und zwar vom ersten Tag an. Das lesen wir auch im Philipperbrief 1, Vers 5. Da heißt es, wegen eurer Teilnahme an dem Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Also sie haben ihn die ganze Zeit schon unterstützt, so auch jetzt. Aber jetzt ist es ganz entscheidend, weil Paulus sitzt im Gefängnis und er kann mit seinen eigenen Händen nicht mehr für sich selbst sorgen.
Und jetzt ist er menschlich gesprochen völlig angewiesen auf die Mithilfe seiner Geschwister. Und so ist es, er sitzt dort im Verlies, im Gefängnis. Und dann kommt Epaphroditus, der auch noch sein eigenes Leben riskiert hat auf dieser waghalsigen Route, ist krank geworden. Und er bringt ihm eine reiche, eine große Gabe von dem, was die Philipper zusammengelegt haben. Und Paulus nimmt das dankend an. Er kann nicht für sich selbst sorgen und es freut ihn sehr. Und er sagt, ihr habt ja damals schon für mich gesammelt, als ich in Thessalonich war, also zu Beginn der ganzen Geschichte. Seitdem die Philipper dabei sind, haben sie immer wieder auch an ihn gedacht, einmal, zweimal für meinen Bedarf gesandt. Und Paulus kann das jetzt sehr gut gebrauchen und ist überaus dankbar. Fügt dann aber direkt an, in Vers 17, nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht. Ihm geht es nicht ums Geld. Alles vermag er durch den, der ihn kräftigt. Er weiß, dass er nicht allein ist im Gefängnis und Gott für ihn sorgen wird. Er sucht nicht das Geld. Er hat keine schlaflosen Nächte, weil er nicht weiß, wie er über die Runden kommen soll. Aber er freut sich so gewaltig, weil er die Frucht darin sieht. Und das ist das Schöne von Sammlungen, wenn man etwas weggibt für den Herrn. Es ist ein Zeichen der Frucht. Und dann sagt er, die überströmend sei für eure Rechnung. Also letztlich kommt sie wieder euch zugute. Gott vergisst das nicht. Gott lässt sich nichts schenken. Ich habe aber alles empfangen und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Mein Gott aber wird euch alles Nötige geben nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und hier ist dieser wunderschöne Vers, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Was ist das für eine Ermutigung für den Paulus? Er sitzt dort im Gefängnis, jetzt kriegt er das Geld. Aber das heißt ja nicht nur, dass er sich jetzt wieder Sachen leisten kann, sondern er denkt ja über die Philipper nach, muss über sie nachdenken und freut sich. Sie gehen die nächsten Schritte im Glauben. Sie meinen es ernst. Sie hängen nicht an dem Irdischen. Obwohl sie arm sind, geben sie sogar aus ihrer Bedrängnis heraus mehr, als sie können, weil sie Paulus lieben, weil sie den Herrn Jesus lieben. Und deswegen sagt er, ich suche nicht die Gabe, ich suche die Frucht. Und es erfreut ihn, es erfüllt ihn. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Ich bin großartig erfreut. Es ist wie ein duftender Wohlgeruch, der zum Himmel steigt und von Gott wahrgenommen wird. Das, was ihr getan habt, das ist nicht nur eine kleine hier, mal für dich. Das ist mehr. Und ich erinnere mich damals in der Zeit in Köln, in unserer WG, da hatten wir einen Hauskreis begonnen und dann kam eine junge Frau dazu, die sich ganz frisch erst bekehrt hatte und wir nicht genau wussten, wie steht sie. Und eines Tages war es ziemlich offensichtlich, sie hat das zwar versucht geheim zu halten, da hat sie uns in so eine billige Schüssel da einen 500-Euro-Schein reingeschmissen. Und wir konnten das gebrauchen für einen Büchertisch, für andere Dinge. Und wir mussten erst mal gucken, wie kriegt man einen 500-Euro-Schein los. Aber das war so eine Freude zu sehen, hey, die hat noch einen auszubildenden Gehalt und die gibt so viel von ihrem Geld ab für uns. Die hat ein Anliegen an dem Büchertisch und das ist Frucht, die erkennbar ist. Und keiner von uns hatte mehr Zweifel daran, oh, ist sie wirklich dabei? Das ist Frucht, die erfüllt, die Freude macht. Und so ähnlich muss sich wahrscheinlich noch mehr der Paulus gefreut haben. Da kommt die Gabe von Epaphroditus. Epaphroditus riskiert sein Leben für diese Gabe, die er überbringt. Und Paulus freut sich, weil er die Frucht sieht, weil er die Veränderung der Herzen sieht und weil er sieht, wie Christen aneinander Anteil nehmen, wie sie ihn nicht vergessen und jeder auf sein eigenes bedacht ist, sondern sie sind weit weg, aber sie denken genau oder sie wissen genau, Paulus ist im Gefängnis. Und wir haben zwar wenig, aber wir wollen wenigstens noch etwas geben, damit Paulus weniger Not hat. Was ist das eine Chance, die Gott uns gibt, dass wir geben dürfen und Gott sich sogar darüber freut? Gott ist doch reich, Gott ist doch wohlhabend, er hat doch alles und trotzdem ist es für ihn ein duftender Wohlgeruch, wenn wir etwas abgeben.
Und das ist nicht immer, dass wir das alles weit weggeben müssen nach Afrika oder sonst wohin. Das kann auch innerhalb der eigenen Gemeinde sein, innerhalb der eigenen Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Als ich damals studiert habe, da haben wir unser erstes Kind bekommen, haben in Köln gewohnt und uns ging es auch gut genug. Und eines Tages mache ich den Briefkasten auf, da hat mir einer aus der Gemeinde anonym 200 Euro da reingeschmissen. Ich habe mich über das Geld gefreut, aber ich habe mich auch darüber gefreut, dass jemand bereit war, an mich zu denken, an uns zu denken, dass jemand meine Arbeit wertschätzt oder das damals damit auch zum Ausdruck gebracht hat, dass eine Verbundenheit da ist und dass man so aneinander Anteil nimmt. Da hat mich jemand lieb, da denkt jemand an mich. Da ist eine Förderung der Gemeinschaft, des Miteinanders. Wir haben im vergangenen Jahr in Schoppen auf der Herbstfreizeit einen Mitarbeiter dabei gehabt, der war zum ersten Mal dabei. Den kannten wir nicht nur eine Person, er kannte nur eine einzige Person auf der ganzen Freizeit. Und er kam und kam nicht, weil er unterwegs mit seinem Auto liegen geblieben ist. Er hatte vor kurzem erst ein gebrauchtes Auto gekauft und wurde da betrogen, wie sich dann rausstellte, vom Verkäufer. Und hatte jetzt 3.500 Euro in den Sand gesetzt. Das hatte kaum noch Wert, der war ein Totalschaden, unterwegs liegen geblieben. Nur Stress und Not. Und so fängt er jetzt zum ersten Mal eine Freizeit an in Schoppen als Mitarbeiter. Und natürlich kann man sich vorstellen, er war oft am Telefon und musste das als Student irgendwie deichseln, dass er wieder zurückkommt. Was passiert mit dem Auto? Was macht er jetzt mit dem Geld? Und dann haben ein paar Mitarbeiter, ich habe das gar nicht mitgekriegt, einfach heimlich unter sich gesammelt, ganz wenige. Und dann haben die einen größeren vierstelligen Betrag zusammengelegt, haben ihm gegeben. Und was war das für ein Zeichen für ihn? Was hat das für eine Bedeutung für ihn gehabt? Zum ersten Mal, er kannte die doch alle nicht, aber sie sammeln für ihn. Da fragt auch keiner, hör mal jetzt, leg mal deine Finanzen offen, ob du es wirklich brauchst. Da wird gesammelt, großzügig. Und er konnte sich auf das Wesentliche konzentrieren und hat gesehen, hey, das ist eine Liebesgabe. Und deswegen benutzt Paulus so vielfältige Wörter, um das zu beschreiben, weil das viel mehr ist, als ein paar Groschen wegzugeben. Als ich gestern hier an dieser Predigt saß, da klingelt es an der Tür und der Postbote stand da mit einem ziemlich großen Paket. Und ich sah den Absender und es war so, ich habe vor einiger Zeit, schrieb mich ein Freund an, der wohnt unten an der Grenze zur Schweiz und er schrieb mich an, er hätte noch ein Buch von mir, das will er mir mal zurückschreiben, er bräuchte meine Adresse. Und dann fragte er, wie es mir geht. Es war gerade eine anstrengende Zeit mit Corona. Ich sage, ich bin in diesem Jahr sehr alt geworden, habe ich ihm geschrieben und war nicht so einfach. Und dann sind wir so ein bisschen auch über das Thema in Austausch gekommen und wir sind da unterschiedlicher Meinung gewesen. Und jetzt habe ich nichts mehr von ihm gehört und gestern kommt mein Buch, aber nicht in so einem kleinen Paket, sondern ein gewaltiges Paket und ich mache das auf. Und dann hat er mir dabei gelegt einen Wein und Schweizer Spezialitäten, süddeutsche Sachen, einen Käse und alles Mögliche, um mich zu erfreuen, eine wunderschöne Karte dabei gepackt. Und damit ich nicht weiter alter auch noch Anti-Grautönungsgel. Und ihr versteht, das hat mich so gefreut. Da geht es ja nicht ums Geld, da geht es ja... Wir hätten jetzt auch aneinander raten können, wir waren nicht einer Meinung, aber trotz der Entfernung sind wir nach wie vor eng verbunden. Und was denke ich jetzt positiv weiterhin über diesen Bruder? Und ich musste daran denken, verschafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Setzt das Geld doch so ein, wenn irgendwelche Streitigkeiten da sind, dann kauft der Person einen Blumenstrauß oder was auch immer. Wenn irgendwelche Nöte in der Gemeinde sind, macht euch Freunde, fördert diese Verbundenheit innerhalb der Gemeinde, innerhalb der ganzen christlichen Gemeinschaft, weltweit, unter den Christen. Der 2. Korintherbrief sagt, damit Gleichheit sei unter euch. Die, die viel haben, die wenig haben. Wenn man auf eine Hochzeit eingeladen ist und ein Student heiratet, dann muss man vielleicht nicht überlegen, was geben denn so die anderen, was muss ich geben, sondern was kann ich geben, als Starthilfe vielleicht auch, um das zu unterstützen, um auszudrücken, hey, ich stehe voll hinter dieser Beziehung. Und so gibt es tausende Möglichkeiten. Oder wenn wir jemandem Geld leihen, nicht immer, oh, das vielleicht nur aufschreiben, du schuldest mir noch 2,17 Euro für das Brötchen dann und dann, sondern freigebig sein. Auch zum Ausdruck bringen, auch unseren Kindern gegenüber, hey, unser Herz hängt überhaupt nicht am Geld. Damit Gleichheit sei. Die berücksichtigen, die vielleicht weniger haben, ob das hier in der Gemeinde ist oder darüber hinaus. Damit Gleichheit sei zur Förderung der Verbundenheit, des Miteinanders, der Gesellschaft. Und ihr merkt, das ist hoffentlich nicht ein Vortrag mit der Keule, sondern es ist eine Chance, es ist etwas Wunderschönes. Und das Ganze hat zum Ergebnis, dass man fröhlich wird. Ein Brief der Freude, der Philipperbrief. Was bereitet diese Segensgabe der Philipper eine Freude? Dem Paulus, den Philippern, heute uns noch, die wir das lesen.
Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott will Freude schenken. Und wer sich an das Materielle klammert, der wird einsam, der wird unfroh, der hat Sorge, das sagt die Bibel in den Sprüchen, der bemüht sich, der ist in Sorge, der hat Angst, ob das noch morgen noch an Wert hat, ob jemand ihm das wegnimmt und was auch immer. Aber froh macht es, wenn man freigebig wird. Und wir müssen lernen, wie wir es gelesen haben, uns mit weniger zu begnügen, damit wir mehr freigebig weggeben können. Das erfüllt. Das ist ein angenehmes Opfer, ein duftender Wohlgeruch. Und deswegen auch so schön in der ersten Stunde, wenn wir ergriffen sind von dem Opfer des Herrn, dann soll es gefährlich werden, wenn wir Bargeld dabei haben. Weil dann kann es schnell passieren, dass wir es auch hinterher schmeißen. Und auch als Zeugnis für unsere Kinder. Was ist das schön, die sitzen hier und nicht jeder 20. schmeißt nur was in die Kollekte, sondern vielleicht jeder gibt was, um auszudrücken, der Herr hat alles gegeben. Er ist arm geworden für uns, dann gebe ich doch wenigstens aus meinem Überfluss auch etwas. Man könnte viele Beispiele noch ergänzen. Und es ist so schön, dass Gott dieses Thema nicht totschweigt, sondern ganz bewusst in seinem Wort nennt und uns dadurch so viele schöne Möglichkeiten gibt. Was ist das? Auch ein Privileg und ein Geschenk, gerade dann, wenn wir genug haben. Wie viele Menschen hätten gerne mehr, auch um mehr abzugeben? Und die meisten von uns, wir haben wahrscheinlich mehr, als wir brauchen. Und das Kapitel hat leider auch ein Ende. Unseren Gott und Vater, aber sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Diese Schlussworte, und besonders auffällig ist hier, besonders aber, wie das Wort schon sagt, aber die aus dem Haus des Kaisers. Paulus verzweifelte nicht in seiner Situation, dass er im Gefängnis sitzt, sondern er sagt, das hat schon seinen Zweck. Er vertraut Gott und er merkt, Gott bewegt was im Gefängnis. Und zwar kommen römische Soldaten zum Glauben. Sehr wahrscheinlich. Im ersten Kapitel, Vers 12, ich will aber, dass ihr wisst, die Philipper, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind, sodass meine Fesseln in Christus offenbar geworden sind und so weiter. Seine schwierigen Umstände im Gefängnis sind zum Vorteil geworden für das Evangelium. Menschen bekehren sich. Er ist jetzt angekettet da bei den Römern und hat die Möglichkeit, jeden Tag mit den Römern über das zu sprechen, weshalb er angeklagt ist. Und auf einmal hat er Grüße auszurichten aus dem Haus des Kaisers. Und jetzt versteht man, Paulus hatte immer den Wunsch, ich muss nach Rom. Er wollte nach Rom und tatsächlich, Gott wirkt durch ihn in Rom. Gewaltig, die Pläne und die Wege Gottes. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. So schließt er diesen wunderbaren Brief. Und was soll uns dieser Abschnitt heute sagen? Ich möchte das kurz zusammenfassen. Ich glaube, wir Menschen, das sagt die Bibel, die Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe. Es ist leicht, dass unser Herz am Geld hängt. Es ist eine Gefahr. Heute mehr denn je. Wir neigen dazu, dass unser Herz am Geld hängt. Ich habe das selber von mir schon oft erlebt. Wie oft ich meinen Kontostand checke, wie oft ich mich damit beschäftige, vielleicht mehr Geld zu haben oder mehr Möglichkeiten, was auch immer. Unser Herz hängt schnell am Geld. Und zweitens, wer Geld opfert, zeigt damit, woran sein Herz wirklich hängt. Und das ist ja das Schöne. Es geht doch Gott nicht um das Geld. Es geht doch hier nicht darum, wie viel hier zusammenkommt. Es geht nicht um die Summe. Es geht darum, was das zeigt und ausdrückt, was das aus unserem Herzen offenbart, wenn wir Geld weggeben. Wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, auszudrücken, was in uns drin geglaubt wird. Und als drittes, ich habe für mich festgehalten, ich ähne viel eher den Korinthern als den Philippern. Die waren arm und gaben viel, die Korinther waren Vermögen, mussten immer wieder erinnert werden. Haben zwei Autos, eine große Wohnung, fahren demnächst in Urlaub. Mittlerweile fährt man 2-3 Mal im Jahr in Urlaub. Der Standard steigt, Dinge, die vor 15 Jahren noch irgendwie nicht Standard waren, sind längst erreicht. Und so müssen wir uns immer wieder neu auch hinterfragen und prüfen auch, Herr, was willst du, was ich tue?
Und im Alten Testament, da wissen wir, dass da ist vom Zehnten die Rede, der Zehnte vom Brutto übrigens, auch wichtig. Und es gibt für uns heute keinen genauen Fahrplan, dass wir von der Bibel wissen, ja, so und so viel Prozent, das und das musst du geben, irgendwie so und so. Aber wir leiten schon aus der Bibel ab, dass das, was im Alten Testament damals war, heute so nicht mehr gilt und dass wir eigentlich darüber hinaus viel mehr zur Verfügung stellen sollen, auch weil die Umstände eben so gut sind. Also es sollte nicht weniger sein als das, was damals gegeben ist. Und ich ganz persönlich, ich versuche oder ich habe es mir vorgenommen, dass ich zumindest, was den Zehnten betrifft, das irgendwie regelmäßig mache und dann versuche, darüber hinaus etwas zu geben. Und ich habe auch gemerkt, die Bibel spricht da ganz klar drüber. Und wir beziehen uns oft auf die Stelle, die linke Hand weiß nicht, was die rechte macht, aber Paulus selber, der spricht das Thema ganz konkret an. Und ich glaube, es ist gar nicht falsch, auch mal untereinander zu fragen, hör mal, wie macht ihr das denn? An wen gibt ihr denn Geld? Und dass wir uns gegenseitig anreizen zu guten Werken. Es muss ja nicht, dass man direkt die Zahlen nennt und sich vergleicht oder sonst was dadurch besser fühlt, aber dass wir auch zu diesem Thema nicht schweigen, sondern die Bibel redet da an vielen, vielen Stellen darüber. Und da dürfen wir auch ganz locker, fröhlich darüber sprechen und gemeinsam überlegen, hey, kennst du jemanden vielleicht, der Not hat? Oder weißt du, wo wir unterstützen können? Und wie ich eben sagte, das bringt Freude, abzugeben, das zu lernen. Und das möchte ich. Und es ist eine Investition in die Ewigkeit. Und damit möchte ich schließen mit diesem Bild. Das benutzt Randy Alcorn in seinem Buch, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist der Sezessionskrieg 1861 bis 1865, die Nordstaaten gegen die Südstaaten. Thema Sklaverei wieder. Damals war so, Abraham Lincoln kam an die Macht und das gefiel den Südstaaten nicht, weil er gegen die Sklaverei war. Und so haben sie ihren eigenen Staat gegründet. Und die Südstaaten sind sozusagen abgespalten gewesen, haben ihren eigenen Staat gegründet und mussten dann auch ihr eigenes Geld zur Verfügung haben oder drucken. Und sie hatten keine Münzprägereien, sie waren da unerfahren und das war alles im Norden oben. Und dann haben sie ganz billig auf Papier Geld gedruckt und auch keine Münzen. Also das Geld hatte gar keinen materiellen Gegenwert, sondern es war wirklich nur, der Wert war begründet darin, dass dieser Staat bestehen bleibt. Indem quasi, dass der Staat dem Ganzen einen Wert zuspricht. Und das Geld war gerade erst raus, da hatte schon massiv an Geld verloren und zum Ende dieses Bürgerkrieges war alles Geld $0 wert. Also es hat komplett an Wert verloren. 1865 war das Geld, was die Leute hatten, nichts mehr wert. Und Randy Alcorn benutzt dieses Bild genialerweise, wie ich finde, und er sagt, hätte man damals gelebt und all sein Geld in diesen Südstaaten-Dollar gehabt und man hätte gewusst, dass 65 der Krieg verloren geht und alles keinen Wert mehr hat. Und der Übertrag auf uns, wir wissen ja, wie es weitergeht in Zukunft. Was hätte man gemacht? Man hätte das ganze Geld umgetauscht in eine Währung, die länger, die ewig Bestand hat. Das fand ich eine schöne Ermutigung. Wir leben hier und das, was jetzt noch Wert hat, das Geld, das Materielle, das ist irgendwann bei Null. Das hat irgendwann keine Bedeutung mehr, keinen Wert mehr. Und wie wichtig und wie schön, wenn wir das jetzt schon umwandeln in ewige Investition, in eine Währung, die ewig Recht hat. Jim Elliot sagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Das möchte ich uns auch zur Ermutigung sagen, dass wir heute mit dem ungerechten Mammon uns Freunde machen, für die ewigen Örter, für das Ewige und sinnvoll investieren und das nicht ausklammern, sondern uns immer wieder gegenseitig auch anreizen und ermutigen, die richtigen Prioritäten zu geben. Und vielleicht aus dem Überfluss, den mancher von uns hat, vielleicht auch viele, gewillt sind, wie die Philipper, abzugeben, zu teilen, weil wir merken, Gott ist das ein angenehmes Opfer, ein duftender Wohlgeruch zu seiner Verherrlichung und Ehre. Und ich möchte schließen mit den Versen, aus 2. Korinther 8. Möchte ich gerne zum Abschluss noch lesen. 2. Korinther 8, Abvers 8. Gott aber vermag jede Gnade euch gegenüber überströmen zu lassen, damit ihr in allem, alle Zeit Genüge habend, überströmend seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, er hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber,
der dem Sämann Samen geben wird, darreicht und Brot zur Speise, wird eure Saat darreichen und vermehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, indem ihr in allem reich gemacht werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott Danksagung bewirkt. Denn die Bedienung dieses Dienstes ist nicht nur eine Erfüllung des Mangels der Heiligen, sondern ist auch überströmend durch viele Danksagungen zu Gott, indem sie durch die Bewährung dieses Dienstes Gott verherrlichen, wegen der Unterordnung eures Bekenntnisses zum Evangelium des Christus und wegen der Freigebigkeit der Teilnahme ihnen und allen gegenüber und in ihrem Flehen für euch, die sich nach euch sehnen, wegen der überreichen Gnade Gottes an euch. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gnade.